So, jetzt fliegen wir mal von Rabini Golf Victor Bravo Alpha nach Golf Victor Alpha Charlie Amilcar Cabal. Das ist auf Kap Verde, auf der Insel Sal. Live Wetter, live Zeit, es ist wie es ist. Naja. So, nochmal kurz durchchecken. Alles passt, weil ich habe jetzt mal einen Neustart gemacht. Da hat er mich quer auf die Bahn gesetzt. Ich weiß nicht, ob der alles. Der hat ein paar Sachen übernommen vom vorherigen Flug, hat nicht resettet. Naja. Ach genau, das Triebwerk musste ich auch neu starten. Oh. Passt auch noch. Sehr gut. So, dann resetten wir mal. Der Ding, der müsste. Der Paracute. So, das ist jetzt auch wieder ready. Genau. Schaut sich gut aus. Naja. So, dann mache ich mal VR ready. Schon groß. VR läuft. Dann switchen wir mal. Zack. Jawohl. Dann switchen wir hier mal. Zack. Passt. So. So, okay, dann machen wir noch ein bisschen Licht. Was geht? Dann schauen wir mal, dass ich auch ein wenig scharf sehen kann. Das wäre echt cool, dass ich halbwegs was ablesen kann. So, schaut sich gut aus. Na dann, Action. Wind ist Pillepalle, sehr schön. Und ab dafür. Fahrwerk. Norden. Heilung ist da, sehr schön. Licht. Oh Gott, da habe ich mir Suppen ausgesucht, da. Ich sag's euch. Eieieiei. Das wird nicht das. So, jetzt, oh Gott, sieht schon nichts mehr nach. Naja, ne, in solchen Situationen sollte man die Instrumente halbwegs ablesen können, weil sonst bist du echt im Eimer. So, das schaut sich gut aus. Dann machen wir den Autopiloten ein. Zack, zack. High Speed, passt. Tja. Über den Wolken oder drunter? Ich bleib mal so.
Höhe halten, wunderbar. Schaut gut aus. Je mehr Grün da ist, desto besser. Ne? Irgendwann wird hier alles rot und dann wird es kritisch. Dann sollten wir mal landen. Ne? So. Speed passt. Passt. Dann kann man die Flaps auch noch reinfetzen. Dann werden wir nämlich noch ein wenig schneller. Schaut nett. Hä, der Tank leer oder was? Das ist. Da geht's schon los, ne? Naja. Ist ja nicht weit. Haben wir gleich. Dann holen wir uns jetzt schon mal eine Landeerlaubnis. Golf Victor Bravo Alpha. Golf Victor Alpha Charlie war es. So, Autopilot aus, gehe runter. Ja, das ist sehr geil. So, Runde links, normal. Das ist süß. Kommt die Sonne durch. Schaut schon cool aus. So, und da haben wir noch. So, jetzt schaue ich, dass ich langsamer werde. Das geht sehr einfach, indem man den Schub wegnimmt und Höhe hält. Dann wird man einfach langsamer. Luftwiderstand. Ist geil, wenn man Physik so ein bisschen versteht, wenn man fliegen lernen will. So, jetzt sind wir bei 550 km/h. Da knall ich mal die Flaps 1 raus. Dann mache ich mich ready mit den Pedalen. So, jetzt wird er Speed geben. Ich will nicht zu langsam werden. Dann knall ich mal das Fahrwerk raus und die Flaps auf 2. So.
ist das VOR ein bisschen blöd. So, jetzt schauen wir mal. Speed runter. Fahrwerk ist draußen. Schub weg. Ich bin sehr schnell. So. Rüber. Bremsen. Ja, der Bremsfallschirm wäre echt geil. Funktioniert jetzt nicht. Oh, verflucht. Aber ich schaff's trotzdem. Oh Mann. Irgendwas war mit dem Bremsfallschirm. Ja, das war nice. So, Alpha Charlie, jetzt müsste halt hier Schild sein, wo Charlie ist, ne? Leute. Da macht man was mit, ne? Da hinten noch, keine Ahnung. Ich sehe mal hier kein Empfangskomitee, deswegen folgen wir weiter. Schauen wir das mal an. Dann geht es da noch mal runter. Da ist ein Empfangskomitee, oder? Aber hier kommen wir nicht rein, ne? Verdammt. Auf die Bobble aufpassen, die müssen wir nicht hier machen. Ist nicht gut für die Reife, weißt. Was ist das für ein Knubbelding? Geh weg! Ich fahr hier! Geh weg, ey! Süß. Goldig. So.
Irgendwie ist hier irgendwie ein Parkplatz. Da müssen die mit den Texturen nochmal ran, glaube ich. Jung, du wirst gleich aufgenuggelt. Oh, sorry, näher geh nicht ran. Sorry, auch egal was du mir für Anweisungen jetzt gibst, das mache ich nicht. So, aus die Maus. Sweet. Kann man nicht motzen.